Servus, grüßt euch. Mitten im Wald, mega viel Schnee. Gigantisch, bleibt's dran. Das große Stück ist von der Kiefer da oben abgebrochen. Aus dem Grund würde ich auch bei so einem starken Schnee nicht draußen übernachten. Es ist einfach zu viel Belastung für die Bäume und wenn man Pech hat, knallt es einen auf den Schädel. Da braucht man nichts mehr. Kein Spaß sowas. So, jetzt eine warme Suppe zum Aufwärmen im winterlichen Wald. Herrlich. Genial. Ich muss sagen, das Wintergas, das überrascht mich total. Ich habe es das erste Mal jetzt benutzt und die Suppe hat in 4 Minuten gekocht. Also das ist nicht schlecht. Gar nicht übel. Naja, hab mir einen kleinen Windschutz gebaut. Ja, Mahlzeit. Sau heiß. Aber es fehlt noch ein bisschen Würzung. Oh, lecker. Viel besser.
So, ich habe mir jetzt noch einen anderen Platz gesucht. Ich wollte noch ein bisschen in der Hängematte sitzen, vom Boden weg, ist einfach bequemer. Und ich habe meine Thermoskanne wieder mit. Die hatte ich früher immer dabei, gerade im Sommer. Da brauchte ich kein Feuer im Wald machen und konnte auch meinen heißen Kaffee genießen. Ich habe noch eine kleine mit 0,5 Liter und sowas ist dann ideal, wenn du weißt, du trinkst einen Kaffee unterwegs oder so. Ich habe jetzt aber einen Kräutertee, einen Ingwertee. Ich finde, das ist effizient. Also, du hast immer gleich heißes Wasser parat, du musst das nicht erst aufkochen. Spart Zeit und Energie vor allen Dingen. Und Kosten. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen chillen und dann heißt es für mich zurück. War richtig schön draußen. Wenigstens ein bisschen im Schnee noch sein können. Oh, genau. Wunderbar. Auch schon leer. Ja, dann vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal in der Natur draußen. Macht's es gut. Schöne Zeit euch. Servus, ciao.